Von dem Moment an, als unser großer Präsident verkündete, dass er kandidieren würde, um unserem Land zu dienen, hat die Schattenregierung alles in ihre Macht Stehende getan, um das zu ändern, was Gott festgelegt hatte. Mit einer Regierung, die im Laufe der Jahre heimlich verdorben worden war, wurde ein Außenseiter ausgewählt, um das Spiel zu ändern und eine Bewegung zu beginnen, um diese Krankheit zu beseitigen, den Menschen das zurückzugeben, was ihnen genommen worden war, und die Rechte zu bewahren, die uns von Gott gegeben wurden. Viele Männer haben in der Vergangenheit versucht, diese Veränderung herbeizuführen und wurden auf die eine oder andere Weise entfernt. Doch dieses Mal war das Spiel bekannt und dieser Krieg war schon lange vor 2015 geplant. Mit den Medien, seinen Gegenspielern in der Tasche und fast jedem Politiker, der entweder mitmachte oder von Feind erpresst wurde, gelang es unserem großen Präsidenten immer noch, nicht nur die Wahl zu gewinnen, sondern mehr als das, was er dem amerikanischen Volk versprochen hatte. Aber was die meisten nicht erkennen, ist das, was er außerhalb der öffentlichen Sicht erreicht. Dies wird wirklich seine größte Leistung sein und was unser Leben und unsere Geschichte auf eine Weise verändern wird, die wir nie für möglich gehalten haben. Er wird in einem jahrhundertelangen Krieg zwischen Dunkelheit und Licht den Sieg davontragen, von dem nur wenige wussten, dass es ihn überhaupt gibt. Obwohl viele Tage den amerikanischen Patrioten und den Patrioten in der ganzen Welt wie eine totale Niederlage erscheinen, hält Präsident Trump die Zuversicht eines Mannes aufrecht, der den Krieg gewinnt. Und zwar deshalb, weil er ihn bereits gewonnen hat. Um leichter zu sehen, was passiert, muss man zuerst verstehen, wie Trump arbeitet. Mit Zügen direkt aus Sun Tzus, die Kunst des Krieges. Jeder Schritt, den der Präsident gemacht hat, egal wie zufällig er auch erscheint, ist bis ins kleinste Detail berechnet. Seine Methoden werden deutlicher, wenn man die Strategien versteht, und hier sind nur einige. Bevor man in einen Krieg eintritt, muss man sich zunächst seiner Fähigkeiten sicher sein und den Feind genau kennenlernen. Ein Geschäftsmann und kein Politiker sein. Trump konnte jahrzehntelang unter dem Radar unter den Schlangen wandeln und lernte dabei ihre von Alinsky inspirierten Spielbücher kennen. Die Finanzsysteme, mit denen sie die Bevölkerung verschuldet haben und kontrollieren, und beobachtete die vielen Möglichkeiten, wie das Geld der Menschen zur Finanzierung der globalistischen Eroberung verwendet wurde und in den Taschen der Verschwörer lag. Trump tat dies, während er die Bewunderung aller aufrechterhielt, bis zu dem Tag, an dem die Elite erkannte, dass er der Löwe war, der sie verschlingen sollte. Die siegreichen Sieger gewinnen als erstes und ziehen nicht in den Krieg. Und Trump hatte diesen Krieg gewonnen, bevor er 2016 überhaupt das Schlachtfeld betrat. Große Anführer hatten bereits mögliche Verluste berechnet und hatten Helden wie Seth Rich, Julian Assange und General Flynn, die bereit waren, ihren Kampf zu verlieren, um den Feind und ihre Absichten zu entlarven, damit wir den Krieg gewinnen können. Trump hat seine Kriege dadurch gewonnen, dass er die Menschen wie seine Söhne und Töchter behandelt und seine Versprechen erfüllt hat, weshalb sie nun in die tiefsten Gassen hinter dem Anführer folgen werden, dessen Taten in seinen Worten weit übertroffen werden. Derjenige, der immer siegreich ist, gewinnt nicht durch Kraft und Geschicklichkeit, sondern als einer, der den Feind unterwirft, ohne zu kämpfen. Diejenigen, die oft getäuscht oder in einem physischen Konflikt gezwungen werden, sind nicht unbedingt der Feind. Diejenigen, die sie in dem Konflikt zurücklassen, sind die Kräfte, die entfernt werden müssen, wie bei Saudi-Arabien, Nordkorea, China oder dem Iran. Sie zeigen ihrem Aggressor, dass sie nichts zu gewinnen haben, wenn sie angreifen. Sie inspirieren die Menschen des Landes, indem sie an die Macht erinnern, die sie über ihre Führer haben. Und sie erinnern die Führer, wer wirklich die Macht hat. Als nächstes bauen sie eine goldene Brücke, über die sie sich zurückziehen können, indem sie ihnen etwas anbieten, das dem Land zugutekommt und schafft gleichzeitig ein Gefühl des Sieges für alle. Und doch ist Trumps größte Eigenschaft seine Fähigkeit, den Feind zu verwirren, sodass er seine wahre Absicht nicht ergründen kann. Strategische Täuschung ist für den Präsidenten wertvoll gewesen. Wenn sie kompetent sind, erscheinen sie inkompetent. Erscheinen sie schwach, wenn sie stark sind. Seien sie äußerst subtil, sogar bis zu dem Punkt, dass sie schlafend erscheint. Entwickeln sie sich immer weiter und bewahren sie sich die Flexibilität, denn jedermann kann einen Plan sehen, der für die Schlacht gemacht ist. Aber kein Mann kann einen Plan bestimmen, der nie aufhört, sich zu entwickeln. Und das erlaubt Trump, der Direktor des Glaubens, seines Feindes zu sein. Es erlaubt ihnen auch, Gelegenheiten zu ergreifen, wenn sie ankommen, und dabei übermäßiges Vertrauen auszunutzen. Er beherrscht das Schachbrett und kontrolliert alle Figuren, während er den Feind auf brillante Art und Weise dazu bringt, sich selbst langsam zu besiegen, sodass er unsicher ist, was er verteidigen soll oder wer zum Angriff übergeht. Er hat seinen Gegner dazu gebracht, seine Absichten zu offenbaren, um seine Verwundbarkeiten aufzudecken.
Trump tut dies auf eine Weise, indem er eine Illusion von Konflikt erzeugt, obwohl es vielleicht gar keinen gibt. Da viele unter seiner Regierung ausgetauscht wurden oder jetzt woanders sind, nehmen die Leute an, dass er nicht weiß, was er tut. Trump tauscht oft sogar Höflichkeiten über soziale Medien und Sprachnachrichten direkt mit denen aus, die von ihren Pflichten entbunden wurden. Er tut dies mit seinen Verbündeten und seinen Feinden. Einige dieser Gespräche haben sich gelohnt. Aber viele andere, wie mit Jeff Sessions, sind nichts anderes als Kabuki-Theater, das den Deep State-Akteuren Unsicherheit gibt, wem sie vertrauen können. Dies erlaubt es den Trump-Loyalisten auch, sich in den Schatten zu verstecken, während sie andere unvorhergesehene Aufgaben erledigen. Schließlich kommen wir zu der Strategie, die uns, die Trump-Anhänger, die Patrioten und die digitalen Krieger, am meisten einbezieht und die dort auf die Feinde zielt, wo sie es nicht erwarten. Das Schlachtfeld darauf vorzubereiten, wo es sein wird, statt darauf, wo wir jetzt sind. Alles, was Trump, die Patrioten und diejenigen, die bereits ihr Leben gegeben haben, um das Dunkle ans Licht zu bringen, getan haben, wird vergeblich sein, wenn die Welt nicht aus der Tyrannei und zur Wahrheit erwacht und die Auswirkungen des Geschehenen spürt, sodass die Generationen von heute dies nicht noch einmal geschehen lassen. Die militärische Planung der QAnon-Bewegung war das Schlachtfeld, das vorbereitet wurde. Die Informationen, die durch Threads, Videos, Podcasts und Blogs archiviert und aufbereitet wurden, erreichen jeden Tag neue Augen, trotz dessen, dass die Medien uns als gewalttätige Verschwörer darzustellen versuchen. Die Anzahl der neuen Augen ist jedoch nichts im Vergleich zu den Mengen an Zuschauern, die im kommenden Jahr auf der Suche nach der Wahrheit sein werden. Viele Menschen, die sich bis jetzt noch nicht schlüssig sind, werden Trump voll und ganz unterstützen. Selbst diejenigen, die jetzt standhaft widerstehen, werden die Wahrheit erkennen und am Ende an Trumps Seite stehen. Alle, die im Widerstand verbleiben, werden nur die Schuldigen und diejenigen sein, die im Herzen von Hass und Verachtung erfüllt sind. Wenn diese Zeit kommt, werden diejenigen, die uns angespuckt und beschimpft haben, endlich die Liebe sehen, die man wirklich für die Menschen, für alle Menschen hat. Sie werden sehen, dass unsere Fäuste nicht geballt sind, aber unsere Arme werden offen sein. Wir werden ihnen diese Vergangenheit nicht vorhalten, sondern wir gehen gemeinsam vorwärts. Ohne Spaltung, ohne Verurteilung, ohne Zögern, aber mit einem gemeinsamen Ziel. Freiheit.